Nick, wo bist du? Ihr habt es euch gewünscht, wir spielen jetzt AirTag Fangen 2. Alex muss mich fangen, beim letzten Mal hat er mich erwischt, dieses Mal safe nicht. Du musst eine Minute warten. Ich zerstöre dich, okay. Scheiße, ich bin unterwegs, mein AirTag läuft. Ich hab einen kaputten Fuß, ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Scheiße. Soll ich dir Aufzugmusik singen? Schaut mal, was ich hier habe, Leute. Ich habe eine kleine Überraschung geplant, Leute. Ich habe mich komplett gut vorbereitet. Ihr fragt euch sicher, warum ich heimlich einen Koffer mitgenommen habe, aber ihr werdet schon noch sehen, warum. Mein Uber ist da, mein Uber ist da. Die Regeln von diesem Spiel, man darf 5 Minuten mit dem Auto und 5 Minuten mit dem Roller fahren. Und man darf 5 Stationen mit dem Bus oder der Bahn fahren. Okay Leute, die Zeit ist um. Theresa ist hinter der Kamera. Wir suchen jetzt Rick. Let's go, Theresa. Okay. Rick ist da hinten. Er ist noch nicht so weit. Ich bin schon gespannt. Alex wird sich wahrscheinlich so krass wundern, warum ich mich so schnell auf der Karte bewege. Damit hat er sicherlich nicht gerechnet. Wieso ist er so schnell? S-Bahn oder U-Bahn, Theresa? U-Bahn, PC, U-Bahn. Mein Gameplan ist es heute, möglichst weit wegzukommen. Weil das Problem ist, mein Kreuzbandriss, ich kann einfach nicht vor ihm wegrennen. Und beim letzten Mal hat man ja schon gesehen, ich bin am letzten Stück gehumpelt. Das wird dieses Mal nicht passieren, Leute. Warte auf mich, I got little legs. Leute, ich habe jetzt schon keine Puste mehr. Übrigens arschkalt. Okay, Leute, ich glaube, ich muss jetzt relativ weit raus. Okay. 2 Minuten, Leute. Rick, wir sind gleich bei dir. Ciao, ciao, mach's gut. Okay, Leute, ich werde jetzt direkt auf diesen Roller hier drauf. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich bin am Arsch. Willst du einmal ganz kurz zeigen, wie Theresa ausschaut? Warte. So läuft Theresa rum. Ich kann mit dem ganzen Gepäck. Let's go. Schaut mal. Oh, er hat sich nochmal bewegt. Er ist hier am Ernst-Leute-Platz. Er geht jetzt gerade vielleicht sogar zur U-Bahn. Wenn wir Glück haben, dann geht läuft er uns in die Arme. Läuft er uns in die Arme. Okay, mal schauen. Was hätte es einen Unfall gegeben, Leute? U-Bahn ist da. Jetzt steigen wir ein. Ich bin jetzt auf dem Weg zur U-Bahn. Wir dürfen jetzt 5 Stationen fahren und ich weiß schon ganz genau, wo es hingeht. Er ist immer noch im Ernst-Reuter-Platz. Wir müssen jetzt aussteigen. Let's go. So, wir fahren jetzt mit dem Roller, Theresa. Schaffst du das? Boah, ich weiß nicht. Wir haben nur noch 2 Stationen übrig mit der U-Bahn. Okay, lass die da hinten nehmen. Leute, ich bin so vollgepackt, ich kann nicht. Mit etwas Glück wird Alex uns jetzt nicht tracken können, weil wir befinden uns in der U-Bahn und es kann sein, dass das GPS hin und wieder mal ausfällt. Und das passt auch schon perfekt zu dem Sponsor des heutigen Videos. Vielen Dank an CyberGhost VPN. Bei CyberGhost wird eure IP-Adresse verborgen und durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Genauso wie ich jetzt mit meinem AirTag heimlich verschwinden kann, könnt ihr auch eure Location beispielsweise in ein anderes Land verlagern und so Geoblocking umgehen. Wenn ihr also einen bestimmten Film oder eine bestimmte Serie sehen wollt, die in Deutschland aktuell noch nicht verfügbar ist, dann könnt ihr einfach euren Standort verlagern an einen Ort, wo die Serie verfügbar ist. Das Ganze funktioniert auf über 40 Streaming-Anbietern wie Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus. Egal, wo ihr euch auf der Welt befindet. Hier ist jetzt auch schon meine U-Bahn. Okay, weiter geht's. CyberGhost hat mittlerweile weltweit über 38 Millionen Nutzer. Und bei Trustpilot ist CyberGhost der meistempfohlenste VPN. Außerdem wird er von Seiten wie chip.de und pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen und auf bis zu 7 Geräten benutzen. Wenn du das Ganze jetzt ausprobieren willst, habe ich sogar 83% Rabatt für dich. Das bedeutet, das Ganze kostet dann nur 2,03 € im Monat. Auf den Link in der Videobeschreibung klicken, ihr habt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Leute, wir sind direkt bei ihm. Sieht man das? Okay. Leute, er muss unter uns sein. Er muss, glaube ich, unter uns sein. Oh, er läuft irgendwo hin. Grün. Hä? Schau mal, wo er jetzt ist. Junge, er ist in der Bahn. Er ist in die Bahn gegangen. Okay, let's go, wir müssen zur S-Bahn. Wir müssen irgendwie zur S-Bahn. Er ist Zoologischer Garten. Das ist in die Richtung. Geht er in den Park? Er geht vielleicht in den Zoo. In Zoo? Scheiße, wie kommen wir jetzt dahin? Schon 23 Minuten um. Wir haben insgesamt 60 Minuten zu spielen. Wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Mein Bein tut zu weh, ich muss in die S-Bahn. Ich habe außerdem noch nicht gefrühstückt. Eigentlich sollte ich mir noch irgendwas besorgen. Oh, wo ist fertig jetzt? Schau mal. Der ist safe im Zoologischen Garten in eine Bahn gegangen. Warte, er fährt Tiergarten und wir können uns ein Uber holen. Okay, Leute, ich kann gerade eh nichts anderes machen als abwarten. Wir sind jetzt eine Station gefahren. In der Zwischenzeit gehen erstmal Shoutouts an mir, JB und Kanyana. Danke fürs Kommentieren. Okay, da ist unser Taxi. Steig ein. Okay, ich steig ein. Let's go. Hi, Tiergarten. Ja. Okay, der ist
Immer noch am Tiergarten. Nein, er ist schon weiter. Wo ist er? Belleville. Was ist das? Das ist noch eine Station weiter als Tiergarten. Der Typ, diesmal ist er echt schnell unterwegs. Ich bin jetzt schon genau 30 Minuten auf der Flucht. Immer noch kein Alex, weit und breit. Mein Plan geht auf. Leute, er ist auf dem Weg 100% zum Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof kann man sich sicherlich mega gut verstecken, weil der ist so groß. Ich bin bloß leider so auffällig. Aber jetzt erst mal raus hier. Okay, wir müssen uns beeilen. Let's go. Let's go. Scheiße. Wir müssen jetzt raus aus dem Tiergarten. Gesehen, es gibt auf jeden Fall einen Bus, der zum Hauptbahnhof fährt. Auch nur zwei Stationen, aber es ist ungefähr 5 bis 8 Minuten zu Fuß. Okay, Theresa, du musst jetzt einfach hinten drauf, okay? Was? Let's go! Rick, wir kriegen dich! Alter, ich kann nicht mehr! Ich bin am Hauptbahnhof. Wir haben jetzt noch 20 Minuten left. Ich werde jetzt in den letzten Minuten versuchen, einfach irgendeinen Zug zu erwischen, um möglichst weit wegzukommen. Die Deutsche Bahn zählt ja wohl auch zur Bahn. Ich weiß nicht, ob Alex das auf dem Schirm hat, aber ich werde ihn auf jeden Fall jetzt richtig hops nehmen. Aber ich gönne mir jetzt erstmal irgendwo gemütlich einen Kaffee. Leute, was für einen Kaffee soll ich nehmen? So einen ausgefallenen oder einen normalen? Nur noch eine Station. Ich hätte gerne einen Karamell Macchiato. Kann man da auch weniger Sirup reinmachen? 6,04 € für einen Kaffee. Verdammte Inflation, Alter. Okay, Leute, wir sind am Hauptbahnhof. Let's go. Schnell, schnell, schnell. Jetzt müssen wir uns beeilen. Hier irgendwo sein. Okay, okay. Wir müssen die Augen offen halten, okay? Ja. Hier gibt es so viele Ebenen, Leute. Deswegen ist es ein bisschen schwer. Er kann entweder unten sein, in der Mitte, oben oder ganz oben. Er muss ja eigentlich, ich glaube, er ist safe irgendwo oben, weil wenn er uns am besten filmen kann, dann filmt er. Da ist er! Leute! Verdammte Scheiße! Da ist er! Rick, komm, Leute! Scheiße! Wir müssen schnell zum Gleis! Wir müssen so schnell zum Gleis, wie es nur geht! Verdammte Axt! Rick! Schnell! Schnell! Wir haben noch 20 Minuten und er hat mich schon gesehen, verdammt! Sorry. Ich werde ihn austricksen. Ich bin jetzt bei diesem Gleis hier hochgegangen. Ich werde jetzt einfach mit dem Aufzug wieder ganz runterfahren und woanders hochgehen. Das ist meine einzige Chance. Okay, okay, okay. Wo ist der? Wo ist der? Fuck! Der Aufzug kommt! Der Aufzug! Okay, rein da! Hä? Wo ist er? Er war hier, er war. Scheiße. Der kann doch nicht verschwunden sein. Okay, okay, okay. Wohin gehe ich? Erstes Obergeschoss, Erdgeschoss. Rick, wo bist du? Wo zum Geier ist er? Rick, wo bist du? Okay, da ist die Polizei, Leute. Vielleicht sollten wir nicht zu oft rumschreien. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, Leute. Er könnte jeden Moment in mein Blickfeld geraten. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt genau an dem Punkt, wo er vorhin stand. Ich war da oben, er war hier unten. Und jetzt haben wir genau getauscht. Hi, was geht? Da ist er! Da ist er! Leute, kommt! Danke, sehr guten Job! Das ist scheiße. Hier sind überall Leute. Wenn ihr auf die Chance. Oh mein Gott. Rick, komm, 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 komm. Ey, Vorsicht. Vorsicht. Oh mein Gott. Alex. Alex. Geht's? Scheiße, Leute, ja. Fuck. Ey, er läuft weg. Fuck. I'm fast as fuck, boy. Alex. Fuck, mein Bein. Au. Das ist scheiße. Fuck. Leute, ich verstecke mich jetzt hier. Dann denkt ihr, ich bin einen Stock weiter unten. Dann habe ich vielleicht noch eine Sekunde Zeit, mich zu retten. Kann doch nicht sein, dass ich ihm jetzt doch noch entkommen bin. Fuck, wie konnte ich ihn verpassen? Das war unsere Chance. Alter, wie kann es sein? Wir gehen jetzt hier runter, oder sind wir da runter? Ganz gemacht. Oh shit, ich glaube, ich sehe nichts hier. Seht ihr ihn? Könnt ihr ihn sehen? Der fährt da gerade runter. Theresa ist dahinter. Geht hier einmal außenrum. Boah, nicht, dass er den Zug gelaufen ist. Ach. Boah, ich glaube, er denkt, ich wäre unten. Und jetzt kann ich schnell zum Gleis. Wieder ab in den Aufzug. Wobei, Leute, das dauert mir zu lang. Das dauert mir zu lang. Wir müssen einen anderen Weg finden. Er wird niemals davon ausgehen, dass ich jetzt wirklich in eine andere Stadt fahre. Adios, amigos. Auf geht's. Noch eine Treppe hoch. Und dann schnell zu Gleis 13 und ab in den Zug. Mann. Okay, wir schauen mal, ob er irgendwie schon abgehauen ist. Und da ist auch schon Gleis 13. Lebensrettend. Er muss zwischen Gleis 11 und Gleis 16 sein. Und irgendwo entweder in der Mitte, ganz unten oder ganz oben. Ja, ich glaube, ich bleibe in Bewegung. Ich bleibe in Bewegung, um ihn ein bisschen zu verwirren. Vielleicht fährt er zum Flughafen. Der Zug müsste gleich da sein, jede Sekunde.
bei 20.000 Likes, wie wir das nächste AirTag fangen. Und wie geil wäre es, wenn ich einfach mal in einem anderen Land ankomme. Da vorne kommt einfach der Zug. Let's go. Oh shit. Oh shit, ich glaube, da ist Alex. Da ist Alex. Rick! Rick! Fuck, 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 er wartet auf den Zug. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Lese war ich nicht. Ja. Einfach in der Masse verschwinden. Vorne. Der war da hinten, gell? Wie soll ich ihn bei den ganzen Menschen erkennen? Da sind so viele Menschen. Es ist so voll. Fuck, das sind zwei Züge. Ja. Aber er muss doch hier gewesen sein, oder? Oh, unbedingt einen Platz. Okay, schön, schön. Boah, es ist so voll. Sorry, 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 sorry. Scheiße, so. Leute, er war da, aber wir kommen halt kaum durch. Vielleicht gehe ich ganz kurz hier hin, bis sich das alles gelegt hat. Das sind nur noch ein paar Minuten, aber ich sehe da vorne schon alles seine Haare. Ist hier weg, ist hier weg, ist hier weg. Ich habe meine Sachen einfach liegen lassen. Entschuldigung, sorry. Entschuldigung. Einfach sein Zeug da. Digga, was ist mit ihm? Okay, alles klar. Das kann ich ganz kurz dadurch. Merci. Entschuldigung. Sorry, sorry, sorry. Tut mir echt leid. Oh. Ich hoffe, er fährt nicht ohne mich. Okay. Information. Scheiße. Scheiße. Was, wenn er jetzt ohne mich fährt? Mit meinem Fahrrad. Auch zu. Natürlich, zu. Ach, ich glaube, ich bin sicher. Ich glaube, ich bin sicher. Ich habe so gut wie gewonnen, Leute. Ich gehe mal davon aus, der Alex hat verkackt. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Buh! Wir haben es tatsächlich geschafft. Rick, ich werde dich nächstes Mal schlagen. Woo! Vielen, vielen Dank nochmal an unseren Sponsor CyberGhost VPN. Ich habe euch das Angebot unten verlinkt. Ihr habt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace!